Und schauen Sie mich an. Was glauben Sie, was ich vorhab? Wie Kastelruther Spatzen. Ach, schauen Sie mal genau hin. Das ist eine Oberkleiner dran. Original. Habe ich mir besorgt, weil ich wusste, dass die Oberkleiner hier sind, weil Sascho Außenig da ist. Und ich möchte, weil es heute um den 70. Geburtstag dieser wunderschönen Musik geht, möchte ich ein Lied aus seinem Repertoire, eins meiner Lieblingslieder, und zwar heißt das Lied Tante Maria. Bei uns in Wien heißt die Maria Mitzi, Tante Mitzi. Aber wenn die Familie da ist, dann möchte ich natürlich nicht ohne Erlaubnis einfach hier anfangen zu singen. Unsere Tante Mitzi. Dürfte ich denn von eurem, Sascha, von deinem Opa, Monika? Monika, da ist die Monika. Darf ich? Das wäre sehr schön. Okay, okay. Von der Monika, das war nicht so überzeugend, aber ich bleibe einfach mit Abstand da. Sie hören jetzt die Tante Mitzi gesungen vom Andi Borg. Ich habe mir dieses Lied vom Slavko Außenig. Jetzt brauche ich aber noch jemanden, der mich begleitet. Ja, wir. Macht ihr das? Wir würden das machen. Ich hätte jetzt einfach okay, komm, dann gehen wir auf die Bühne. Das hätte ich nicht zu träumen gewagt. Du schämst dich aber nicht, dass ich das... Okay. Entschuldigung. Ich hab Stiefel an in seiner Schuhgröße. Ich habe 4 Nummern kleiner und muss aufpassen, wenn ich da runtergehe, dass die Stiefel nicht erst unten sind und dann ich. Wir spielen jetzt Tante mit... Aber wisst ihr denn, in welcher Tonart ich das singen kann? Normal ein Ton tiefer. Normal ein Ton tiefer, ja genau. Das hat nichts mit der Größe zu tun, sondern mit den Stimmen. Ist egal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, komm, wir gehen ein Stückchen nach vorne da. Wir stehen alle in einer Reihe. Du nicht. Genau. Das ist so laut, das ist gescheiter, wenn es daneben steht. Unsere Tante Mitzi. Herzlichen Dank. Ich bin begeistert. Haben Sie das gesehen jetzt? Deine Schwester, die Monika, hat jetzt auch schon ein Strahlen im Gesicht.
Mit dir hat sich gedacht, jetzt ist es auch schon wurscht. Jetzt machen wir eine Bolognese und Sander durch. Na, sehr schön. Die ganze Familie ist da. Ich freue mich und es ist ein großes Kompliment für mich. Noch einmal, ihr seid in diesem Jahr 2023 überall im gesamten deutschsprachigen Raum und weiter noch unterwegs und feiert deinen Papa, euren Opa Schlauka auswendig. Und dieser Applaus sagt, schön, dass ihr immer wieder im Schlagerspaß vorbeischaut. Dankeschön. Der Gregor, die Monika, sie hat mir es mittlerweile verziehen. Sie müssen mit der Kamera ein Stückchen zurückgehen, weil ich kann für nichts garantieren. Ich habe, wie gesagt, diese Schuhe an in einer Größe, die kenne ich nur vom Schlauchboot fahren. Ich gehe da jetzt rüber. Ist das jetzt mit der Jukebox? Ja, genau. Ich hast du mir die Briefe? Ist das die richtige Reihenfolge, so wie du das hingelegt hast? Ja, guck mal, ich gebe dir zuerst den ersten.